Rein logisch gesehen müssten hier so viele Quallen sein, dass man eigentlich mit Quallengelee zugeschissen werden müsste. Aber... Ja. Mann und nix. Dankeschön. Gut. Hier noch einen Typen, so. Na komm. So, wunderbar. Und jetzt hauen wir ab. Wie waren wir noch? Ah, 5 noch. Gut. Kriegen wir hin. Nein, hier ist ja noch, sind noch 2. Wow! Penner! La la la, so. Bitteschön. Einmal auf dem Dötz. So. Ich glaube, 2 oder 3 fehlen noch. Können wir mal. Ups. 3. Okay. Ach, komm schon. Na komm. Sehr gut. Gib Gas, gib Gas. Hopp, hopp. Genau. Und dann hier oben lang. Man weiß ja nie. Ich weiß nicht genau, wo noch Gegner sind. Also ich kenne das nicht auswendig insofern. So. Ah, hier ist noch ein Typ mit 3. Wunderbar, damit haben wir sogar unsere Quest abgeschlossen. Penner! So. Dann haben wir das. 36 kleine Drecksklasse. Okay, wir hatten dann. Also, ich glaube. Gut. Haben wir hier immer noch eine Qualle rumfliegen? You know what I. Du. Ich glaube, da vorne war noch eine Qualle. Ich habe keinen Bock, jetzt noch irgendwie zu riskieren, getroffen zu werden. Also, ne, wie gesagt, ich habe keinen Bock, nochmal zu riskieren, von so einem Typen zu erwischt zu werden. Deswegen, komm schon. Ach. So. Deswegen gehe ich nach vorne, weil da war noch eine Qualle. Die habe ich nämlich ausgelassen, das weiß ich noch genau. Da hatte ich gerade einen, da fehlte mir ein einziges Blubberblasen-Health-Gedöns. Und ja, da habe ich gesagt, ah, soll ich, könnte ich mich wieder auffüllen und sozusagen mich, naja, wie auch immer. Und ja. Ich weiß nur gar nicht, wo die ist. Okay. Oh. Wow, was war das? Da ist sie, genau. So, und jetzt geht's los. So, komm, 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 komm. Make, 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 make mal schneller hier. Danke. Ich schieb dich weg, Qualle. Haha, Loser. Loser, Qualle. Ach, komm. Und jetzt müssen wir mal eben zu der blöden Sandy bzw. Schnecke. Nicht Sandy der Schnecke, sondern zur bösen Schnecke. Ich glaube, die heißt so, böse Schnecke. Da müsste ich hier theoretisch direkt runter, aber kann ich nicht. Deshalb. Okay. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich lasse den Dings mal hier. Und ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Hallo Sandy. Ach, hi SpongeBob. Was hast du vor? Naja, Patrick und ich haben herausgefunden, wie man sich mit mehr von meinem Skrittel eine Qualle fangen kann. Und dann habe ich ihr Gelee gemolken. Möchtest du etwas davon? Es ist köstlich. Nein, danke. Ich habe gerade gegessen. Aber
Wenn du ein weiteres Glas zum Aufbewahren von Gelee brauchst, kannst du das aus meiner Luftkuppel haben. Echt? Danke, Sandy. Nicht der Rede wert, wegen des ganzen Chaoses. Hier ist der Weg zu meiner Luftkuppel, glaube ich, blockiert. Aber wenn du irgendwie dahin kommst, dann gehört es dir. Schön, aber irgendwie muss ich trotzdem da zu dieser blöden Schnecke kommen. Insofern, warum sage ich eigentlich wieder so häufig insofern? Naja, okay. Ach, komm schon. So. Springen kann ich nicht, okay. Go, go, go. Ab geht's. Versuchen wir es mal. Hi. Okay, kommen wir doch rüber. Nun, böse Schnecke. Es scheint, dass der Talentwettbewerb doch stattfinden wird. Was sagst du dazu? Einen Moment. Das ist Mayo from als Gürtel. Oh nein. Gegen deine Kräfte komme ich nicht an. Hau ab, böse Schnecke, und wage es ja nicht, dich hier noch einmal blicken zu lassen. Du wirst noch von mir hören. Ja. Puh, eine weitere erfolgreiche Mission für den gelben Rächer. Der Talentwettbewerb wird wie geplant weitergehen, trotz dieser feigen, bösen Schnecke. Ein Muster nimmt hier Gestalt an. Ich frage mich, was dahinter steckt. Ich rede mal mit Plankton. Vielleicht weiß er, was hier vor sich geht. Er führt doch immer etwas im Schilde. Aufgabe erledigt. Begegne der bösen Schnecke. Suche Planktons Labor und finde heraus, was er vorhat. Bin noch in Planktons Labor. Laboratorium. Hier ist ein cooler Grill. Ah, hier ist der. Schau an, Grill. Geh weg von Grill. So. Hi, Karen. Mach ich gleich. Hier ist ein Arbeitstisch. Auch nichts. Irgendwas Komisches. Atomare, ja, irgendwas. Gut, nachher mal mit Karen. Hallo? Hallo, SpongeBob. Wo ist Plankton? Ich kann ihn nirgendwo sehen und ich muss ihn wegen etwas fragen. Plankton ist nicht hier, SpongeBob. Also kannst du ihm im Moment nichts fragen. Nun, ich wollte ihn nicht unbedingt etwas fragen. Ich wollte einfach... Schau, dieser Jumbo-Schrimp ist hier gerade durchgekommen und hat Plankton mitgenommen, damit er ihm bei einem bösen Plan oder so weiter was hilft. Offensichtlich braucht er Planktons technisches Know-how als Unterstützung bei einem gemeinen Vorhaben, das er tüftelt hat. Wow, das war hilfreich. Glaubst du, du könntest mir sagen, wo sie hin sind? Nein, tut mir leid, SpongeBob. Auf diese Information habe ich keinen Zugriff. Als Plankton verschwand, sagte er jedoch etwas davon, dass der fliegende Holländer aufgetaucht sei. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Art Verbindung zwischen den beiden besteht, ist sehr hoch. Ich würde mit ihm sprechen, wenn ich du wäre. Okay, dann haben wir das auch gemacht. Suche in Rock Bottom nach dem fliegenden Holländer. Das ist so geil, wie einfach mal jeder einfach nur... Jeder Charakter wird einfach nur irgendwie da reingebaut. Also einfach alles irgendwie reingeworfen. Echt, das ist so... Plötzlich ist Plankton da, ne? Sonst war es... Plankton war jetzt so ziemlich jetzt eigentlich das zweite Mal erst da. Haben wir sonst noch irgendwelche... Okay. Nö. Ach ja, und dann Sandys Luftkuppel, genau. Wow! Beinahe, Alter, beinahe. Gut, dann nehmen wir die Dings und was geht bei dir, Herr Zitteraal? So. Und so, da haben wir so einen blöden Riesenäumel. Es gibt hier zwei Wege. Einmal geht es ja einmal
schön nach oben und einmal nach hinten. Oh,